Die neue Mercedes-Benz E-Klasse und der neue CLA. Die neuen. Ungezähmt und in Bestform. In Ihrem Autohaus Allgäu in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten am Montag. Mit diesen Themen starten wir in die neue Arbeitswoche. Gemeinsam anpacken. Fünfte Allgäu-Initiativkonferenz thematisiert kommende EU-Förderperiode. Sicher funken, aber wann? Infoveranstaltung über Digitalfunk soll Antworten bringen. Und Musik und Mundart. Eurokulturforum begeistert in Nesselwang. Wenn Autofahrer auf der Autobahn ins Allgäu fahren, werden sie bei Füssen, Lindau, Buchloe und Memmingen bald neue Schilder sehen. Statt kleinen Hinweisen auf die Region sollen große Autobahnschilder angebracht werden. Das ist nur eines von vielen Projekten der Allgäu GmbH, die bei der 5. Allgäu-Initiativkonferenz vorgestellt wurden. Weitere Themen: der aktuelle Stand der Dachmarke fürs Allgäu und die Chancen und Herausforderungen der kommenden EU-Förderperiode. So könnten sie aussehen, die neuen Autobahnschilder. Wenn es nach der Allgäu GmbH geht, sollten sie am liebsten bunt sein, notfalls im bekannten Braun. Das Konzept für die neuen Schilder wurde am Rand der 5. Allgäu-Initiativkonferenz vorgestellt. Zentrales Thema war die neue EU-Förderperiode ab 2014. Gerade wenn es um Förderprogramme geht, ist für Gebhard Kaiser die Zusammenarbeit sehr wichtig. Das ist von großer Bedeutung, weil künftige Programme und Möglichkeiten eine einzelne Stadt, einen einzelnen Landkreis oder eine einzelne Gemeinde gar nicht mehr bewältigen kann. Wir brauchen hier übergreifende Dinge. Sehr positiv sind die LEADER-Programme, die ja von unten auf entwickelt werden, koordiniert werden, aber auch manche Wirtschaftsförderprogramme. Und da geht es auch darum, einfach den Spagat zu finden, das richtige Mittelmaß und dafür zu sorgen, dass unten auch Geld ankommt und dass es nicht umgekehrt über die Bayerische Staatsregierung oder das Wirtschaftsministerium irgendwo hingeht, sondern dass auch im Allgäu Geld ankommt. Die Herausforderungen und Chancen der EU-Förderperiode wurden von Andrea Gehler vorgestellt. Besonders wichtig für die Region Allgäu: der Förderungsfonds, der das LEADER-Programm enthält, werde fortgeführt. Allerdings muss man sagen, aufgrund der Finanzkrise wird es Kürzungen geben, generell bei allen EU-Förderprogrammen. Auch bei den Aktionsprogrammen müssen wir uns darauf einstellen, dass weniger Geld zur Verfügung sein wird, aber grundsätzlich wird die Förderung fortgesetzt und gerade die erfolgreiche ELA-Förderung, die ja wirklich im Allgäu mit tollen Projekten vorweisen kann. Für Aufregung sorgte eine andere Förderung. Die EU-Kommission hatte in ihrem Vorschlag nämlich die Tourismusförderung nicht mehr vorgesehen. Der Aufschrei ging durch viele Länder, besonders halt auch in Bayern. Und das Parlament, das Europäische Parlament, hat sich dafür eingesetzt, dass das in der Ausschusssitzung im Regionalausschuss wieder reingenommen wurde. Da haben sich viele Parlamentarier wirklich für unsere Kommunen eingesetzt. Und jetzt müssen wir darauf achten, dass auch das Freistaat Bayern umsetzt, dass auch wirklich weiterhin die Tourismusförderung so laufen kann wie bisher. Die Bedeutung der Tourismusförderung für das Allgäu unterstrich auch Klaus Holleczek. Für uns ist das sehr wichtig, weil wir natürlich einige Projekte auch in der Vergangenheit mit EU-Mitteln durchgeführt haben. Wenn ich an das MAPS, also die Digitalisierung von Karten denke zum Beispiel, dann war das ein Projekt aus EU-Mitteln. Und es geht auch um Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Im Allgäu Bayerisch-Schwaben stehen da 98.000 Arbeitsplätze dahinter. Und deswegen würden wir es natürlich sehr begrüßen, wenn auch der Tourismus in Zukunft in diesen Förderperioden mit drin ist. Doch solche Förderungen müssen auch entsprechende Rahmenbedingungen mitbringen. Denn um Fördermittel zu beantragen, müssen oft zu viele Hürden überwunden werden, so Klaus Holleczek. Solche Hürden gemeinsam anzugehen, ist auch Ziel der Allgäu-Initiativkonferenz. Wir haben schon großartige Projekte auch entwickelt. Es geht in der Energieversorgung, müssen wir ein Stück vorankommen. In regionalen Dingen, der Förderung der Marke Allgäu, haben wir viele Fördermittel, bayerische und europäische, erhalten. Und es geht darum, den Standort des Allgäus weiter auch mit seinen besonderen Stärken in der Dienstleistung, im Tourismus und der Landwirtschaft voranzubringen. Das sind so Fördermittel, die die EU auflegt, auch in neuen Programmen sehr, sehr wichtig. Eine starke Gemeinschaft wie im Allgäu ist auch für das Energie- und Umweltzentrum Allgäu von großer Bedeutung. Das hat natürlich zwei wichtige Punkte. Auf der einen Seite hängen wir sehr stark an Rahmenbedingungen, die auf anderen Ebenen
gedreht werden oder gestellt werden. Das heißt, wenn wir hier zusammenarbeiten und seitens des Allgäus da gemeinsam die Stimme erheben, werden wir eher gehört, wie wenn jeder Einzelne das macht. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch die Menschen hier vor Ort besser erreichen, besser motivieren, wenn wir gemeinsam, alle Landkreise gemeinsam, alle kreisfreien Städte gemeinsam das Thema angehen. Besonders bei überregionalen Themen wie EU-Fördermitteln ist eine starke Gemeinschaft also wichtig. Hier in der Region soll die Allgäu-Initiativkonferenz einen Rahmen bieten für ein produktives Miteinander. Seit Jahren redet man über ihn, doch wann kommt er, der Digitalfunk? Ursprünglich sollte der neue und bessere Funk bereits zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 eingeführt werden. Doch die Blaulichtorganisationen Bayern funken nach wie vor analog. Das Allgäu wird sogar eine der letzten Regionen sein, in der der Digitalfunk in Betrieb genommen wird. Auch bei denen, die ihn später benutzen müssen, den BOS, den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, gibt es noch viele Fragen. Fragen, die das Landratsamt Ostallgäu am Wochenende auf einer Infoveranstaltung versucht hat zu beantworten. Bis der Digitalfunk hilft, dauert es wohl noch ein bisschen. Bei der Infoveranstaltung im Landratsamt Ostallgäu konnten aber die Verantwortlichen tatsächlich schon einen Zeitplan vorlegen. Zuständig für die Planung ist die Projektgruppe DigiNet des Innenministeriums. Und die redet vom Jahr 2015. Tatsächlich ist es aber so, seit das Projekt in Gang gekommen ist, sind wir ganz eng im Zeitplan. Wir verfolgen dies und der Abschluss dieses Projekts mit 2015, dass die Vernetzung dann abgeschlossen sein wird, das ist ein Vorhaben, das wir so einhalten werden. 2 Jahre müssen sich die Blaulichtorganisationen also noch mit dem Analogfunk begnügen. Der geht zwar noch gut, dennoch ist der Funk in die Jahre gekommen und definitiv nur noch eine Übergangslösung. Also der Analogfunk in unserem Landkreis funktioniert. Wir haben vor 10 Jahren eine Gleichwelle installiert und haben den nochmal etwas aufgewertet. Allerdings ist es natürlich schon eine Frage der Zeit. Die Ersatzteile schwinden dahin und die Technik schreitet immer weiter fort. Das heißt, die Geräte müssen ersatzbeschafft werden bei den Feuerwehren, was auch mit großem finanziellen Aufwand zu tun hat. Aber wir wissen ja, der Digitalfunk kommt und so rettet man sich jetzt über die nächsten Jahre, bis wir dann mal so weit sind. Im März 2014 sollen sich regionale Projektgruppen bilden, die dann für die Beschaffung der Endgeräte, Schulungen und den allmählichen Probebetrieb zuständig sind. Laut Innenministerium sollen sich die Kommunen für die Feuerwehren jährlich mit 3 Millionen Euro an den Betriebskosten beteiligen. Geeignete Antennenstandorte sollen sie kostenlos zur Verfügung stellen. Dafür erhalten sie allerdings einmalig 5.000 Euro vom Freistaat. Wir haben mittlerweile bei 14 Standorten, die wir brauchen, doch die allermeisten gesichert. 2 sind im Bau, 3 sind schon fertig. Die weiteren schauen auch ganz gut aus. Also da haben wir eine positive Perspektive. Wir haben jetzt natürlich auch Vorbereitungsgespräche geführt und heute so dieser Infotag ist so ein Schwerpunkt, um auch insgesamt Unsicherheit rauszubringen, weil viel geredet, geschrieben wird. Man weiß es nicht so richtig mit der Finanzierung, mit der Technik und mit all diesen Dingen. Aber natürlich wird das alles auf ehrenamtlichen Schultern getragen. Wir werden da viele, viele Stunden investieren müssen, brauchen natürlich auch noch viele freiwillige Helfer, Idealisten, die sich da einfach die Zeit nehmen. Die Zeit brauchen wir aber auch, weil wir wollen ein funktionierendes Netz. Und da werden wir von unserer Seite alles Mögliche tun, dass wir auch hier möglichst genau für unsere Bedürfnisse, für jeden Einsatz dann gerüstet sind und dass das Netz funktioniert. Das ist die Hauptsache. Zwar ist man auch hier im Allgäu fleißig am Bauen. Dennoch wird das aber eine der letzten Regionen sein, die den Probebetrieb des Digitalfunks aufnehmen. In München beispielsweise testet man den neuen Funk bereits seit 2011. Aber in München gibt es ja auch keine Berge. Das heißt also, dass wir an hohen Bergen und in tiefen Schluchten eigentlich eine sehr schlechte Funkversorgung haben. Es ist deshalb geboten, dass wir mehr Stationen planen müssen. Das Netz ist etwas enger. Auch die Bauvorhaben sind anspruchsvoller, weil eben das Gelände sehr, sehr schwierig oft zu bestellen ist und dort was zu bauen ist. Auch die Stromversorgung spielt natürlich eine große Rolle. Trotz allem sei 2015 ein realistisches Ziel. Da sind sich alle einig. Bis dahin will die Projektgruppe DigiNet noch fleißig weiter informieren, damit dann auch die letzten Skeptiker überzeugt sind.
Dass man sich in einer Beziehung auch mal streitet, ist ja an sich nichts Ungewöhnliches. In der Regel verträgt man sich ja auch schnell wieder. Wenn es dann aber handgreiflich wird, ist es schon eine ganz andere Sache. Bei zwei Schülern in Memmingen ist das heute Vormittag passiert. Erst haben der 16-Jährige und seine Freundin sich angeschrien, dann wurde er handgreiflich. Ein 42-jähriger Mann hat das beobachtet und die zwei getrennt. Daraufhin hat der Schüler das Auto des 42-Jährigen beschädigt und gedroht, sich mit einem Messer selbst zu verletzen. Als der 16-Jährige dann ins Schulgebäude ging, rief der Mann die Polizei. Die nahm den Jugendlichen vorläufig fest. Seine Freundin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Mit schweren Verletzungen musste eine Reiterin bei Markt Oberdorf in die Klinik gebracht werden. Mehr dazu gleich in Kompakt. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leid. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Sport Schindele Ronsberg. Ihr Spezialist für Alpin, Freizeit und Outdoor-Sport im Allgäu. Eine gigantische Auswahl von Top-Markenartikeln zu Top-Preisen. Kommen Sie und lassen Sie sich beraten. Unsere Spezialisten erwarten Sie. Kennst du dich aus mit Wasser, Wärme und Solar? Dann bist du bei uns, dein Traumjob so nah. Kunde, Dienstler, Heizungsbauer, Kaufmänner, Bergsteiger. Wir brauchen Eich, kommt vorbei, wird euch her, Zeiger, schafft ihn auf. Es ist Bock bei BWS. Und wenn du viel verdienen willst, dann komm mal zu BWS. Radl Stadel Dickenreishausen. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Service. Radl Stadel Dickenreishausen, A7 Ausfahrt Memmingen. Jetzt finden Sie einfach und schnell Ihr neues Zuhause. Das Allgäuer Immobilienangebot in einer Online-Suche. Immobilien.allin.de. Die neue Immobilienbörse der Allgäuer Zeitung. Immobilienallin.de. Für jeden das passende Rad. Radlstadel. Dickenreishausen. Radl-stadel.de. TV Allgäu, Ihr regionaler Mediendienstleister. Wir sind Ihr Ansprechpartner für Filmproduktionen jeder Art. Egal ob Image- oder Messefilme. Werbung. Video fürs Internet. Oder die Dokumentation Ihrer Veranstaltungen. Wir machen aus Bildern, die bewegen, bewegte Bilder. TV Allgäu. Mehr als Fernsehen. Die Meldungen vom 13. Mai 2013. Auf der A96 bei Buxheim ist heute am frühen Morgen ein Mann tödlich verunglückt. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der Mann zuvor gegen die Leitplanke geprallt und auf dem Seitenstreifen stehen geblieben. Als ein LKW an dem Pannenfahrzeug vorbeifuhr, trat der Fahrer des stehenden PKW völlig unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde vom LKW erfasst. Der Mann, dessen Identität noch nicht geklärt ist, verstarb noch an der Unfallstelle. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Von der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde ein Gutachter mit der Ermittlung des genauen Unfallhergangs beauftragt. Die A96 war für mehrere Stunden gesperrt. Tödlich verunglückt ist ein Mann aus Kempten am Samstag bei einem Lawinenunglück im Kaunertal. Der 30-jährige Tourengeher war mit seinem 28-jährigen Begleiter unterwegs, als sich gegen Mittag ein Schneebrett löste. Beide Männer wurden etwa 200 Meter in die Tiefe gerissen. Dabei erlitt der 30-Jährige tödliche Verletzungen. Sein Begleiter wurde schwer verletzt gerettet und in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine 17-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße bei Tussenhausen am Freitagabend schwer verletzt worden. Ein Autofahrer aus dem Unterallgäu geriet beim Einscheren nach einem Überholvorgang auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kam von der Straße ab. Daraufhin überschlug sich das Auto und blieb in einem Wassergraben liegen.
Die 17-jährige Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Ein Verletzter und 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Wohnungsbrandes heute Morgen in Kempten. Rund 45 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kripo Kempten übernommen. Der Bewohner wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Bei einem Reitunfall ist eine 56-jährige Frau gestern bei Marktoberdorf schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärtem Grund scheute der 12-jährige Wallach, stieg und warf die Reiterin ab. Gleichzeitig fiel das Pferd nach hinten um und begrub die Frau unter sich. Die Reiterin trug keinen Helm und musste schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert werden. Das Pferd blieb unverletzt. Möglicherweise hatte es vor einem herannahenden Traktor gescheut. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Marktoberdorf übernommen. Nach dem schweren Mopedunfall bei Scheidegg in der Nacht von Donnerstag auf Freitag letzte Woche ist einer der beiden 26-jährigen Männer verstorben. Wie berichtet, waren die beiden Westallgäuer von Scheidegg Richtung Grenze unterwegs. Das Moped war nicht angemeldet. Die Ursache für den Unfall ist weiterhin unklar. Am Schumacherring in Kempten haben heute die Lärmsanierungsarbeiten begonnen. Wie die Stadt Kempten mitteilt, wird zwischen der Lenzfrieder Straße und der Knussertstraße ein lärmmindernder Asphalt eingebaut. Während der Bauarbeiten kommt es zu Verkehrsbehinderungen und es muss teilweise umgeleitet werden. Die Teilsperrung dauert bis einschließlich 26. Juli. Die Gemeinde Missen-Wilhelms erhält rund 195.000 Euro Fördergelder. Das hat Sozialministerin Christine Hadertauer heute bekannt gegeben. Mit dem Geld sollen 12 neue Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in der Kindertagesstätte St. Martin entstehen. Für die Kinderbetreuung sind in Bayern die Kommunen zuständig. Für jeden neu geschaffenen Platz trägt der Staat bis zu 80% der Kosten. Aufgrund der hohen Ausbaudynamik sind die Mittel des Bundes für den Ausbau von Kinderkrippen in Höhe von 430 Millionen Euro bereits verplant. Der Freistaat Bayern führt die Förderung mit Landesmitteln in Höhe von rund 954 Millionen fort. Rund 15.000 Besucher haben bislang die aktuelle Miró-Ausstellung Sternennächte im Lindauer Stadtmuseum besucht. Das Kulturamt ist mit dieser Zahl zufrieden. Damit liege man zwischen den Besucherzahlen der Picasso- und Chagall-Ausstellungen der letzten Jahre. Die Ausstellung wurde offiziell im März eröffnet. Gezeigt werden Arbeiten aus verschiedenen Schaffensphasen und Themenkreisen. In Lindau ist zurzeit die einzige Ausstellung mit Miró-Originalen in Deutschland. Anlass für die Ausstellung ist der 120. Geburtstag des katalanischen Künstlers. Sie kann bis 1. September besucht werden. Der 17. Mai ist von den Allgäuer Weißlacker-Freunden zum alljährlich wiederkehrenden Tag des Weißlackers erklärt worden. Die fast 140 Jahre alte Käsesorte wurde 1874 im Oberallgäu erfunden und gilt als Allgäuer Spezialität. Da der einzige Hersteller dieser Sorte in den letzten Monaten nicht liefern konnte, rief die Gesellschaft diesen Tag ins Leben, um die Zeit der Abstinenz zu würdigen. Der kommende Freitag, der 17. Mai, wird erstmals dem Weißlacker gewidmet. Ab Donnerstag bereits soll der Käse wieder im Handel erhältlich sein. Soweit die Meldungen vom Montag. Jetzt werfen wir noch einen Blick aufs Wetter. In der kommenden Nacht lösen sich die Wolken weitgehend auf und es bleibt im gesamten Sendegebiet trocken. Die Temperaturen sinken am Bodensee auf 10 Grad und am Alpenrand auf 4 Grad. Der Dienstagvormittag bietet uns einen Mix aus Sonne und Wolken. Das Thermometer steigt wieder auf maximal 16 Grad. Auch der weitere Verlauf des Tages bleibt überwiegend sonnig. Bei Höchsttemperaturen von 19 Grad bilden sich nur am Alpenrand harmlose Quellwolken. Der Mittwoch wird der schönste Tag der Woche. Bei maximal 22 Grad ist es weitgehend sonnig und klar. Ab Donnerstag ist der Himmel wieder überwiegend bewölkt und es gibt örtlich erste Regenschauer. Am Freitag müssen wir sogar teilweise mit heftigen Gewittern rechnen. Die Werte sinken auf maximal 18 Grad. Das Kaufbeurer Eigengewächs Christoph Fröhlich hat seinen Vertrag beim ESVK um 1 Jahr verlängert. Damit geht der 21-jährige Eishockeyspieler in seine 5. Profisaison bei den Jokern.
Christoph Fröhlich zeige absoluten Einsatzwillen, viel Laufbereitschaft und ein starkes Zweikampfverhalten, so die Verantwortlichen des Vereins. Fröhlich hat in den 158 Zweitligaspielen bislang 17 Scorerpunkte erzielt. Und eine weitere erfreuliche Meldung für den ESVK: Beim Frühlingsfest des ESVK-Fördervereins sind Spenden in Höhe von knapp 4.000 Euro gesammelt worden. Das Geld wird in die Nachwuchsarbeit der Kaufbeurer fließen. Unterstützt wurde die Aktion unter anderem von Spielern und Betreuern der Nachwuchsmannschaften. Der Regionalligist FC Memmingen hat sich im vorletzten Heimspiel gegen den SC Eltersdorf mit einer Nullnummer zufrieden geben müssen. Die gut 400 Zuschauer sahen in der ersten halben Stunde eine offensive und spielbestimmende Memminger Mannschaft. Die Allgäuer waren am Dauerdrücker, nur ein Tor wollte ihnen nicht gelingen. Die größte Möglichkeit zur Führung hatte Daniel Böck in der 24. Minute, als er den Gästetorhüter umspielte. Der Ball traf allerdings anschließend nur den Pfosten. Mit zunehmender Spielzeit kamen die abstiegsgefährdeten Gäste aber besser ins Spiel und legten ihre Mauertaktik ab. Am Ende war es Torhüter Tobias Kirchenmeier, der das Unentschieden festhielt und den Memmingern einen Punkt sicherte. In noch zwei ausstehenden Partien ist den Memmingern ein Platz im Tabellenmittelfeld nicht mehr zu nehmen, da Memmingen die Regionalliga-Lizenz erneut ohne weitere Auflagen erhalten hat, können die Verantwortlichen in aller Ruhe für die nächste Saison planen. Zum Motorsport. Bei seinem dritten GP2-Saisonlauf in Barcelona ist Daniel Abt der Sprung in die Top 10 gelungen. Beim Sprintrennen am Sonntag sicherte sich der einzige deutsche Starter im Feld den 8. Platz und holte damit einen Punkt in der Gesamtwertung. Einen Tag zuvor beim Hauptrennen musste sich der 20-Jährige aufgrund eines misslungenen Boxenstopps mit dem 11. Platz zufrieden geben. Chancen auf weitere Punkte gibt es dann für den gebürtigen Kemptner am 24. und 25. Mai in Monaco. Der ehemalige Formel-1-Fahrer Christian Klien ist am Wochenende für das Liqui-Moly-Team Engstler aus Wiggensbach an den Start gegangen. Der Österreicher konnte einen Sieg für das Allgäuer-Team einfahren. Im zweiten Lauf der ADAC Pro Car hatte er mit technischen Problemen zu kämpfen. Zwei weitere Plätze auf dem Treppchen gab es für den Engstler-Fahrer Johannes Leidinger. Er wurde Dritter und gewann Lauf 2. Das Engstler-Team ist kommendes Wochenende wieder im Einsatz. Am Salzburgring finden die nächsten Läufe in der Welt- und Europameisterschaft der Tourenwagen statt. Der Allgäuer Rennstall setzt insgesamt 4 Autos ein. Das war der Sport. Gleich nehmen wir Sie mit nach Nesselwang. Wir waren beim ersten Euro-Kulturforum. Dort trafen Musik und Dialekt aufeinander. Wonnemar. Ein Tag wie Urlaub. Tauchen Sie ein ins Vergnügen und gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag. Einfach abschalten und die Seele baumeln lassen. Entspannen Sie im Sohlestollen oder im Thalassobecken und fühlen Sie sich danach wie neugeboren. Ihr traumhafter Urlaub. Gestalten Sie Ihr CW-Fotobuch und freuen Sie sich auf den Moment, es in den Händen zu halten. Mein CW-Fotobuch, mein Leben. Leckeren Käse und viele weitere Markenprodukte preisbewusst einkaufen bei Edelweiss im Factory Outlet Center in Kempten. Mit den Augen einer Frau. Die neue CD vom Locker im Quintett ist da. Mit den Augen einer Frau. Jetzt überall erhältlich oder gleich bestellen unter 0180 3x5 03. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Ab Dietmannsried in ganz Europa. Erleben Sie mit Arnold die schönsten Fahrten und Rundreisen in europäische Länder. Angenehm reisen, gut erholen. Mit Arnold Europa entdecken. T
TV Allgäu, Ihr regionaler Mediendienstleister. Wir sind Ihr Ansprechpartner für Filmproduktionen jeder Art. Egal ob Image- oder Messefilme. Werbung. Video fürs Internet. Oder die Dokumentation Ihrer Veranstaltungen. Wir machen aus Bildern, die bewegen, bewegte Bilder. TV Allgäu. Mehr als Fernsehen. Blasmusik und viel Dialekt. Mit diesem bunten Programm lockte das Euro-Kulturforum am Wochenende viele Zuschauer nach Nesselwang. Das Euro-Kulturforum wurde dieses Jahr erstmalig veranstaltet. Es ist Teil des Euregio-Musikfestivals, das schon seit vielen Jahren erfolgreich in der Region stattfindet. Am Freitag wurde das Euro-Kulturforum mit einem Dialektabend in der Alpspitzhalle in Nesselwang eröffnet. Mit dabei waren viele bekannte Künstler, die sich dem Allgäuer Dialekt verschrieben haben. Als Dialekt. Unter diesem Motto stand am Freitag die Auftaktveranstaltung zum Euro-Kulturforum. Zu Beginn spielte das Allgäuer Durenland auf und sorgte gleich für beste Stimmung. Mit ihren witzigen Texten hatten sie alle Lacher auf ihrer Seite. Vier Musikanten präsentierten ihr neues Album »Mai ist es schön«. Beim gleichnamigen Lied hielt es die Zuschauer nicht lange auf ihren Stühlen. Das Euregio Musikfestival findet heuer schon zum 8. Mal statt. Dabei ist Nesselwang einer der traditionellen Veranstaltungsorte. So lag es nahe, hier in diesem Jahr mit dem Euro-Kulturforum mal einen neuen Akzent zu setzen. Dem Publikum hat's gefallen, von Musik bis Kabarett hatte der Abend ein buntes Programm zu bieten. Ja, wir spielen einen auf, alles im Zeichen des Dialekts. Wir haben einen Broadway-Show da, die Maulquappen haben wir da, Allgäuer Durenand und Loser Moll. Das Allgäuer Reggae-Duo Loser Moll trug das Seinige zu einem abwechslungsreichen Abend bei. Martin Volkmann und Benjamin Scheel hatten ein buntes Programm mitgebracht. Wir spielen einen Heid Nacht noch, wir spielen zum Beispiel ein Tour dazu oder einen Lauf auf die Bank haben wir auch dabei, alles Mögliche. Das Euregio Musikfestival geht abwechslungsreich weiter. Am 26. Juni spielt das Ulmer Heeresmusikchor in Bad Hindelang. Wie zufrieden sind Sie mit der Gemeinde, der Stadt, in der Sie zu Hause sind? Und mit Schule und Arbeit, Politik und Zukunftsperspektiven dort? Es gibt viele Aspekte, die unseren Alltag beeinflussen, im positiven, aber auch im negativen Sinn. Wie es jungen Kemptnern in ihrer Stadt geht, das wollte der Stadtjugendring in den letzten Monaten wissen. Morgen Abend werden die Ergebnisse präsentiert. Aus dem Grund ist auch der Vorsitzende des Stadtjugendrings Kempten, Stefan Keppeler, bei uns zu Gast. Er wird uns sagen, wo den jungen Leuten der Schuh drückt, was schon gut ist und was aber noch deutlich besser geht. So viel sei verraten, das ein oder andere Ergebnis der Studie hat wohl überrascht. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann schalten Sie auch morgen wieder ein. Ich freue mich auf Sie. Schönen Abend noch und auf Wiedersehen.